Die ÖVP Christkirchen informiert über den aktuellen Stand bei den Verhandlungen zur Spitalsreform. Die bestehenden Strukturen des Krankenhauses wurden beim Erstvorschlag der Expertenkommission in Frage gestellt. Die ÖVP des Bezirks hat sich sofort mit den Entscheidungsträgern des Krankenhauses und des Landes in Verbindung gesetzt und gleich zu Beginn auf zwei taktische Maßnahmen gesetzt. Wenn das so kommt, wie es jetzt ist und der Vorschlag bei der Kommission, dann bin ich höchst zufrieden. Denn uns ist es und der Österreichischen Volkspartei, aber auch der Stadtgemeinde Christkirchen ist es immer darum gegangen, den Standort abzusichern, die Arbeitsplätze zu erhalten und das Leistungsangebot für die Patienten so beizubehalten, wie sie es gewohnt sind. Das war immer Priorität und um das haben wir auch verhandelt und auch gekämpft. Und Sie wissen ja, dass unsere Aussage vom Anfang an war, wir setzen auf Verhandlungen, wir setzen auf ein gutes Konzept, das das Krankenhaus Christkirchen langfristig absichert. Und das ist mit diesem Vorschlag jetzt gelungen und wir freuen uns natürlich sehr darüber. Herr Geschäftsführer Magister Fink, wie sieht es jetzt konkret das Konzept für das Krankenhaus Christkirchen aus und was geschieht im Detail? Wir werden eine Konsolidierungsphase anstreben nach der politisch sehr verwirrten und konfusen Zeit, dass wir eigentlich per sofort beginnen, unsere Einsparungsmaßnahmen umzusetzen, für Ordnung im Haus zu sorgen. Ich möchte gerne die Mitarbeiter motivieren und beruhigen und eigentlich Schritt für Schritt jetzt im Laufe dieses Jahres einleiten, was wir verpflichtet sind und auch versprochen haben. Erstens wurde mit der Aktion Born in Christkirchen umgehend eine Positivkampagne für das Krankenhaus Christkirchen gestartet, um alle auf dieses Thema zu sensibilisieren. Zweitens wurde ein 8-köpfiges Strategieteam zusammengesetzt, das in Verhandlungen mit den maßgeblichen Entscheidungsträgern getreten ist. Was sagen Sie zum Verhandlungsergebnis, das jetzt auf dem Tisch liegt? Ich bin einmal glücklich, dass es ein Verhandlungsergebnis gibt, das dem Spital nutzt, das der Zukunft nutzt, das den Patienten nutzt und das dem Personal wieder Sicherheit gibt, in eine Zukunft für dieses Haus gehen zu können. Ich bin aber auch froh, dass hier Reformen eingeleitet wurden, weil ohne die notwendigen Reformen hätten wir größere Probleme in den nächsten Jahren gekriegt und verantwortungsvolle Politik und verantwortungsvolle Unternehmenspolitik heißt eben auch hier Dinge zur Kenntnis zu nehmen und in die Zukunft zu schauen und für die Zukunft den Standort abzusichern. Als erstes wurde versucht, mit guten Argumenten die Geburten-, Gynäkologie- und Kinderheilkundeabteilung in Christkirchen zu erhalten und mit neuen Schwerpunkten langfristig abzusichern, sowie die Idee einer überregionalen Spezialisierung aufzugreifen und umzusetzen. Weitere Verhandlungsschritte folgten. In der Folge ging es noch um die unfallchirurgische Versorgung, die durch interne Reformierungen und Einsparungen sicherzustellen ist. Was sagen Sie zu dem Ergebnis, das jetzt am Tisch liegt? Zuerst möchte ich einmal meinen besonderen Dank allen aussprechen, die hier im Krankenhaus Christkirchen arbeiten, den Primaren, den Ärzten, den Krankenschwestern, allen Personal, die hier verantwortungsvoll arbeiten, in dem auch Interesse der Bevölkerung. Deshalb ist es für mich auch unverständlich, dass von manchen im sozialistischen Bereich sehr Polemik betrieben worden ist. Man hat hier die Bevölkerung verunsichert, man hat mit falschen Zahlen und Daten argumentiert. Bei uns im Landtag war es nie Diskussion, das Krankenhaus Christkirchen zu sperren. Im Gegenteil, bei uns war es immer Diskussion, das Krankenhaus Christkirchen auch für die Zukunft zukunftsfähig zu gestalten, indem hier auch Schritte geschehen, die in positive Richtung zu sehen sind und dass wir auch das Krankenhaus Christkirchen als solches, wie es jetzt arbeitet und hier die Arbeit geleistet wird, auch in Zukunft erhalten. Ich habe die Diskussion nicht nur mitverfolgt, sondern ich war von Anfang an dabei. Denn Christkirchen ist ja mein Krankenhaus auch. Ich komme aus einer Kirche am Walde und viele meiner Mitbürger gehen ins Krankenhaus nach Christkirchen, weil es einen so hervorragenden Ruf hat. Und das nächste Krankenhaus ist für uns. Wolfgang Großruck hat sich mit mir sofort in Verbindung gesetzt, damit hier alles geschieht, um in Christkirchen die Qualität des Krankenhauses nicht nur zu erhalten, sondern wenn es geht, noch zu verbessern. Und ich glaube, dass das, was erreicht worden ist, ein Erfolg des Bürgermeisters und Nationalratsabgeordneten Wolfgang Großruck ist. Mit dem jetzigen Verhandlungsergebnis ist die Zielsetzung Sicherung des Standortes, Sicherung der über 600 Arbeitsplätze, Sicherung der medizinischen Versorgung für die Bevölkerung erfüllt.